Punkte 17a und 17b. Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes. Bitte die Kolleginnen und Kollegen, schnell die Plätze zu wechseln, sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft zum Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Ein umfassendes Tabakwerbeverbot schaffen. Für die Aussprache sind 30 Minuten beschlossen. Bitte nehmen Sie Platz, damit ich der ersten Rednerin das Wort erteilen kann. Das tue ich hiermit. Erste Rednerin Gitta Connemann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir stehen heute am Ende eines langen Wegs. 2003 bestätigte die Weltgesundheitsorganisation, Tabak macht krank, Tabak tötet, Nikotin macht süchtig und deshalb darf Werbung eigentlich nicht mehr erlaubt sein. Seitdem sind 17 Jahre vergangen. In dieser Zeit sind alle Argumente pro und contra Tabakwerbung ausgetauscht worden. Rechtliche, gesundheitliche, wirtschaftliche. Wer davon in besonderer Weise ein Lied singen kann, ist Christian Schmidt, denn er war der Erste, der versucht hat, einen Gesetzentwurf in der letzten Legislaturperiode durch dieses Parlament zu bringen. Und insoweit für alle diejenigen, die sich für dieses Thema eingesetzt haben, stellvertretend an dich, vielen Dank. Nicht jede Debatte war fair. Auch hier wurden Nebelkerzen gezündet, insbesondere in der letzten Debatte von der FDP. Wir würden den Menschen das Rauchen verbieten, wir würden die Werbung verbieten. Falsch. Schall und Rauch, darum geht es nicht. Es geht hier heute nur um eine einzige Frage. Kann ein 15-Jähriger die Folgen einer Entscheidung überblicken, die sein Leben verändern kann? Weiß ein Jugendlicher, dass schon die erste Zigarette krank machen kann, auch die E-Zigarette? Blei, Nickel, Chrom landen in der Lunge und auf das Konto von Tabak gehen Krebs, Schlaganfälle, Herzinfarkte. Weiß ein Jugendlicher, dass Tabak tötet? 121.000 Menschen bezahlen den Griff zur Zigarette mit ihrem Leben. Allein in Deutschland, jedes Jahr. Eine Stadt wie Göttingen stirbt übrigens qualvoll. Weiß ein Jugendlicher, dass jedes Nikotinprodukt süchtig macht? Nikotin hat eine höhere Suchtpotenz als Heroin, egal ob aus einer Zigarette, einem Verdampfer oder einem Erhitzer. Nikotin erreicht spätestens in 20 Sekunden das Gehirn. Shake and Vape lässt grüßen. Nein! Ein Jugendlicher weiß das nicht, woher auch. Plakate zeigen keine Lungenkarzinome. Sie zeigen Lebensgefühl. Heute nicht mehr mit Cowboys oder dem Duft der großen, weiten Welt, sondern mit entspannten, jungen Menschen, die das Leben genießen und entspannt rauchen oder dampfen. Das wirkt. Der Griff zur ersten Zigarette erfolgt eben nicht als Erwachsener. Der Griff zur ersten Zigarette erfolgt durchschnittlich im Alter von 14,8 Jahren. Und in der letzten Anhörung bestätigten die Sachverständigen, ein Jugendlicher, der mit Werbung in Berührung kommen wird, wird doppelt so häufig zur Zigarette greifen als sein Gegenüber. Werbung wirkt. Deshalb wird auch dafür gezahlt, 235 Millionen Euro pro Jahr. Und jetzt noch einmal die Frage an uns alle. Kann ein 15-Jähriger die Folgen einer solchen Entscheidung überblicken? Die Antwort für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion lautet nein, er kann es nicht. Und deshalb haben wir die Pflicht, ihn zu schützen. Egal, ob Zigarette, Erhitzer, Verdampfer. Ohne Frage, es gibt Unterschiede zwischen den Produkten. In der Anhörung wurde diskutiert, ob es sich um ein Ausstiegsinstrument oder eine Einstiegsdroge handelt. Aber eines ist bereits heute gesichert.
Auch E-Zigaretten mit Nikotin machen süchtig. Und für Jugendliche sind Aromen wie Erdbeeren und Co. absolut verlockend. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt deshalb auch, geht ab, was ihr in euch reinpfeift. Die E-Zigarette ist kein Wellnessprodukt. Deshalb differenzieren wir auch bei diesem Gesetzentwurf bei den Werbebeschränkungen Schritt für Schritt. Tabak wird anders behandelt als die E-Zigarette. Meine Damen und Herren, eine Frage bleibt. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ist das nächste das Verbot für Alkohol oder Süßigkeiten? Die Antwort lautet nein. Da gebe ich Ihnen mein Wort. Denn es gibt kein Produkt, das mit Tabak vergleichbar wäre. Tabak ist einmalig. Es ist das einzige legale Produkt, das bei bestimmungsmäßigem Konsum krank macht und tötet. Von der Suchtpotenz von Nikotin ganz zu schweigen. Damit sind Alkohol oder Zucker nicht zu vergleichen. Bei bestimmungsmäßigem Gebrauch machen diese Produkte weder krank noch abhängig. Ein Glas Wein macht noch keinen Alkoholiker, ein Schokoriegel keine Fettleber. Hier macht die Dosis das Gift. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Gesetzentwurf nach 17 Jahren basiert auf den Grundlagen von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Am Montag gab es eine Anhörung. Alle 8 Sachverständigen, egal von welcher Fraktion berufen, forderten Werbeverbote für Tabak und Nikotin. Alle 8. Wer heute also gegen diesen Gesetzentwurf stimmt, stimmt nicht nur gegen Sachverstand. Wer heute gegen diesen Gesetzentwurf stimmt, stimmt gegen die Gesundheit von Jugendlichen. Und deshalb fordere ich Sie auf, lassen Sie uns bitte heute einen Endpunkt setzen, damit junge Menschen eine gesunde Zukunft haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Gitta Connemann. Dankeschön. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Wilhelm von Gottberg. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf beinhaltet die weitere Verschärfung des schon bestehenden Werbeverbotes für Tabakerzeugnisse. Nun soll ein rigides Totalverbot jedweder Außenwerbung eingeführt werden. Neu im Gesetzentwurf ist das Werbeverbot für E-Zigaretten. Die Zielsetzung des Gesetzes ist, Jugendliche und junge Erwachsene schon frühzeitig vom Rauchen abzuhalten. Die hohen gesundheitlichen Risiken des Rauchens und der Aspekt des Jugendschutzes lassen das strikte Werbeverbot zweckmäßig erscheinen. Der Gesetzentwurf unterstellt, dass es im hohen Maße die Tabakwerbung ist, die junge Menschen zu Rauchern werden lässt. Das geschehe zum Beispiel durch raffinierte Werbetexte, die speziell das Lebensgefühl der heranwachsenden Generation ansprechen. Für die AfD ist das nicht der entscheidende Punkt. Ein knappes Drittel der Menschen in Deutschland raucht. Geraucht wird in den Familien, auf Schulhöfen, im Kollegenkreis, bei kleinen und großen Feierlichkeiten und in Mußestunden. Jede Woche gibt es im Fernsehen mindestens ein Dutzend Krimis, Kriegsfilme oder Heimatfilme mit intensiven Raucherpassagen. Junge Menschen lernen durch Vorbilder und Nachahmung. Werbeverbote schaffen da keine Abhilfe. Die Schaffung von Raucherzonen und Nichtraucherzonen halten das Thema aktuell. Gleichwohl ist diese Maßnahme sinnvoll, um das Passivrauchen einzuschränken. Die Befürworter für ein allumfassendes Werbeverbot verweisen auf den deutlichen Rückgang des Tabakkonsums im letzten Jahrzehnt und machen dafür das schon bestehende Werbeverbot verantwortlich. Das überzeugt nicht. Der
Der Tabakkonsum ist deutlich gesunken, weil der Gesetzgeber das Rauchen teuer gemacht hat. In den letzten 15 Jahren wurde die Tabaksteuer 8-mal angehoben. Begründet wurde das mit der Notwendigkeit, die Einnahmeerhöhung für den Bund zu schaffen. Tatsächlich gab es einmal die Begründung, dass die Krankenkassen unterstützt werden müssten, weil sie die negativen Folgen der Rauchererkrankungen zu zahlen haben. Ein anderes Mal war die Begründung, konjunkturstützende Maßnahmen zu finanzieren. Rauchen für die Konjunktur machte damals in der Republik die Runde. Die Tabaksteuer ist nach der Mineralölsteuer die zweitwichtigste Einnahmequelle für den Bund. Keine Bundesregierung kann ein Interesse daran haben, dass die Tabaksteuer schrumpft. Sie betrug im Jahr 2005 wie auch im Jahr 2019 14,3 Milliarden Euro. Eine weitere Erhöhung der Tabaksteuer würde den Schwarzhandel, der heute schon beachtlich ist, in die Höhe treiben und graduell das Rauchen auf die Oberschicht beschränken. Es ist zu befürchten, dass mit dem totalen Werbeverbot zumindest unterschwellig eine Stigmatisierung der Raucher erfolgt. Auch deshalb können wir dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Rauchen ist für viele Menschen ein Stück Lebensqualität. Wie sehr haben doch die früheren Bundeskanzler Erhard, Brandt und Schmidt ihr Raucherbedürfnis öffentlich zelebriert. Originalton Helmut Schmidt: Schwierige Situationen erfordern Nerven und Zigaretten. Es gibt deutliche Hinweise, dass der starke Rückgang der Raucherquoten in England und in den USA mit dem Aufkommen der E-Zigaretten zusammenhängt. Deswegen ist das Verbot der E-Zigaretten nicht der Weisheit letzter Schluss. In Großbritannien wird die E-Zigarette von großen gesundheitspolitischen Organisationen und von staatlicher Seite als Mittel zur Nikotinentwöhnung gefördert. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich bin sofort fertig, Frau Präsidentin. Die erwartete Zielsetzung des Gesetzentwurfs kann mit dem rigiden Werbeverbot nicht erreicht werden. Der Gesetzentwurf ist abzulehnen. Um uns nicht den Vorwurf auszusetzen, die AfD würde präventiven Jugendschutz verhindern, werden wir uns der Stimme enthalten. Gute Nacht. Danke schön. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Rainer Spiering, gibt seine Rede zu Protokoll. Vielen Dank. Damit ist der nächste Redner hier am Redepult Dr. Gero Hocker für die FDP-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Zitat, dass die Freiheit des Einzelnen enden muss an der Stelle, wo die Freiheit eines anderen unverhältnismäßig eingeschränkt werden muss, das ist Grundkonsens in einer Demokratie und das ist auch das Wesen von Toleranz. Und deswegen ist es gut und ist es richtig, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten der Gesetzgeber im Bund und in den Ländern umfassende Nichtraucherschutzgesetzgebung auf den Weg gebracht hat. Deswegen ist es gut und richtig, dass es heute quasi undenkbar ist, dass Menschen am Arbeitsplatz, im Büro, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in gastronomischen Betrieben rauchen würden. Unsere Gesellschaft, verehrte Kolleginnen und Kollegen, bewegt sich nach unserer Auffassung aber gegenwärtig in die genau entgegengesetzte Richtung. Meine Damen und Herren, unser Eindruck ist, dass politische Akteure, dass politische Parteien immer mehr in einen Überbietungswettbewerb eintreten darüber, wer erwachsene Menschen vor im Grunde allgemeinen Lebensrisiken besser zu bewahren in der Lage ist. Wir haben in den letzten Jahren diskutiert, in diesem Hohen Hause und in den Landesparlamenten, die Gefahren des Zucker- und Salzkonsums, die Gefahren des Straßenverkehrs, die Gefahren, die von Kaminen, von Hunden und vom Fahrradfahren ausgehen und die Gefahren des aktiven oder passiven Rauchens. Und jedes Mal, meine Damen und Herren, wenn der Gesetzgeber das zum Anlass nimmt, um Freiheiten zu beschränken, dann nimmt er den Menschen ein Stück weit auch Selbstbestimmung, dann nimmt er auch den Menschen ein Stück weit Lebensqualität. Das muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich sage es Ihnen ganz ausdrücklich an die Kolleginnen und Kollegen von CDU, CSU und SPD, dass sie sich mit diesem Selbstverständnis auf dem besten Weg in einen Nanny-Staat
bewegen, der Menschen selbstbewussten Bürgern vormacht, sie könnten absolute Sicherheit in einer offenen, in einer freien Gesellschaft erreichen. Sie erreichen damit aber häufig noch weder Schutz noch Sicherheit. Die Kombination von Schwarz und Grün ist bei dieser Verbindung sehr, sehr schmuddelig geworden, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen das ganz ausdrücklich, noch nicht einmal bei der Argumentation, dass Sie Menschen schützen wollen, sind Sie in sich konsistent und sind Sie in sich schlüssig. Denn wenn Sie tatsächlich den Schutz der Menschen im Blick hätten, dann müssten Sie zur Kenntnis nehmen, dass 98% derjenigen, die zur E-Zigarette greifen, früher Raucher gewesen sind und die E-Zigarette ganz bewusst als Instrument zur Rauchentwöhnung verwenden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie erschweren Menschen den Schritt zu weniger gesundheitsschädlichen Alternativen, weil Sie meinen, diese Menschen schützen zu müssen vor sich selber, die das aber überhaupt nicht wollen. Ich sage es Ihnen ganz ausdrücklich, Sie verhalten sich wie der berühmte Pfadfinder, der den Anspruch hat, jeden Tag irgendeine gute Tat zu vollbringen und der dabei der alten Dame über die Straße hilft und überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt, dass diese alte Dame die Straße gar nicht überqueren möchte. Herzlichen Dank. Wollte ich gerade sagen. Dankeschön, Dr. Hocker. Nächster Redner kann sich schon mal bereithalten, hat er schon. Nima Movasat für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kollege Hocker, Ihr ehemaliger Ihr Parteifreund Jan Mücke, der früher hier im Bundestag war und Staatssekretär ist, der ist ja heute Geschäftsführer des Deutschen Zigarettenverbandes. Und ich muss sagen, man könnte den Eindruck gewinnen, er hätte Ihre Rede geschrieben. Die deutsche Tabakindustrie macht mit ihren gesundheitsschädlichen Produkten jedes Jahr Umsätze im zweistelligen Milliardenbereich. Wir als Linke finden es gut, dass die Koalition die Tabakwerbung endlich weiter einschränken möchte, nachdem das Thema jahrelang durch die Blockade von CDU und CSU verschleppt wurde. Denn wissenschaftliche Studien zeigen ganz klar, dass Tabakwerbung ein Risikofaktor ist. Je mehr Tabakwerbung Kinder und Jugendliche sehen, desto eher fangen sie mit dem Rauchen an. Deshalb heißt Jugendschutz Tabakwerbung umfassend verbieten. Und das führt zum großen Aber beim Gesetzentwurf der Koalition. Man merkt ihm an, dass es ein Kompromiss ist nach einer langen Auseinandersetzung mit den CDU-Freunden der Tabaklobby. Von einem umfassenden Werbeverbot kann leider nicht die Rede sein. Über 60% der Werbeausgaben der Tabakindustrie fließen in Sponsoring und Promotion, nämlich fast jedes Jahr 150 Millionen Euro. Diese Werbeformen sprechen vor allem Jugendliche an und sollen nach dem Willen der Koalition weiterhin erlaubt sein. So wird sich die Tabakindustrie, wenn sie jetzt bald keine Außenwerbung mehr tätigen darf, noch mehr darauf konzentrieren, Partys und Festivals zu sponsern. Was sie auch nicht verbieten, ist die Werbung in den etwa 100.000 Verkaufsstellen von Tabakprodukten, also in Supermärkten, Tankstellen und Drogerien. Kinder, Jugendliche, Nichtraucher und auch Raucher, die gerne aufhören würden, werden also weiterhin massiv mit Werbung konfrontiert werden. Ihr Werbeverbot hat mehr Löcher als ein Schweizer Käse. Und wir brauchen auch, das muss ich auch sagen, ein umfassendes Werbeverbot sofort und nicht erst ab 2022. Und außerdem ist ein Tabakwerbeverbot, um mal ein bisschen grundsätzlich zu werden, nur eine Maßnahme der Tabakkontrolle. Über 1 Million Kinder schuften auf Tabakplantagen im globalen Süden. Ihr Recht auf Gesundheit und Bildung wird von Tabakkonzernen mit Füßen getreten. Diese ausbeuterischen Arbeitsbedingungen im Tabakanbau sind zudem gesundheitsgefährdend wegen des Kontakts mit dem Nervengift Nikotin. Deutschland ist weltgrößter Zigarettenexporteur, importiert den Rohtabak aus diesen Ländern und profitiert von diesen unhaltbaren Arbeitsbedingungen. Zugleich sterben in Deutschland jährlich 120.000 Menschen frühzeitig infolge des Konsums von Tabakprodukten. Bei der Tabakindustrie stehen also ganz eindeutig Profite vor Menschenrechten und Menschenleben. Und wir als Linke sagen, Menschen vor Profite.
Vor allem zum Schutz von Kindern und Jugendlichen hierzulande und im globalen Süden müssen die Tabakkonzerne in die Schranken gewiesen werden. Liebe Koalition, Ihr geplantes Tabakwerbeverbot ist nur ein kleiner Fortschritt, aber weil er in die richtige Richtung geht, werden wir heute als Linke zustimmen und wir werden zugleich weiter für eine umfassende Tabakkontrolle kämpfen. Danke schön. Vielen Dank, Nima Mumasat. Ich habe es nicht verstanden, aber wir können es im Protokoll nachlesen. Dankeschön. Nächste Rednerin, Dr. Kirsten Kappert-Gonter für Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es Ihnen wie mir? Wenn ich an einen Cowboy denke, sehe ich ihn mit Zigarette im Mund. Was für ein Klischee. Ursache dafür ist die Werbung, die uns alle, bewusst oder unbewusst, seit Jahrzehnten begleitet. Gut, dass damit jetzt Schluss ist. Denn nicht nur mehrere dieser Marketing-Cowboys, sondern viele Millionen Menschen sind über die Jahrzehnte an den Folgen des Rauchens gestorben. Neue Konsumenten und in den letzten Jahren vor allem auch Konsumentinnen werden schon in jungen Jahren von der Werbung abgeholt und viel länger als ihnen selber lieb ist, im wahrsten Sinne des Wortes bei der Stange gehalten. Nun endlich bekommen Jugend- und Gesundheitsschutz Vorrang vor Gewinninteressen. Und das war ein dickes Brett. Und es hat viel zu lange gedauert. 17 Jahre, möglicherweise sogar noch länger. Und Teile der Union haben hier massiv gebremst. Und ich bin dankbar für so viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die beharrlich geblieben sind, auch innerhalb der Union gegen den Strom geschwommen sind, dass wir heute zu diesem Ergebnis jetzt gekommen sind. Ganz besonders danke aber auch an die Menschen in der Zivilgesellschaft, die sich seit Jahren für Gesundheits- und Jugendschutz einsetzen. Das Deutsche Krebsforschungszentrum, Some of Us, Bündnis Nichtraucherschutz, Unfair Tobacco und viele andere. Danke, dass ihr nie aufgegeben habt. Doch reicht das Gesetz, was wir heute beschließen, aus? Es ist ohne Frage ein Meilenstein, mit dem wir endlich zu allen anderen EU-Staaten aufschließen, in denen längst keine Cowboys und Cowgirls mehr eine trügerische Nikotinwelt versprechen. Wir müssen den Blick aber auch auf neue Werbestrategien richten, von denen die WHO immer warnt. Und die WHO ist auch hier eine gute Ratgeberin. Vor diesem Hintergrund entpuppt es sich als unnötiges Trostpflaster für die Industrie, dass die Tabakerhitzer und die E-Zigaretten mit langen Übergangsfristen weiter werben darf. In der Anhörung gab es sehr deutliche Töne von den Sachverständigen. Auch diese Werbung braucht kein Mensch. Ihr zusätzlicher Alibi-Antrag kann über diese Lücken leider auch nicht hinwegtäuschen. Wir Bündnis 90 Die Grünen hätten uns deutlich schnellere und umfassendere Regelungen gewünscht, denn was man für richtig hält, kann man doch auch gleich tun. Dieses Gesetz aber ist ein so entscheidender Schritt für mehr Gesundheitsschutz und er war so lange überfällig, dass wir heute zustimmen und gern zustimmen. Vielen Dank. Dankeschön, Dr. Kirsten Kappert-Gonter. Da vorher ein Zwischenruf kam oder eine Kommentierung kam von der AfD, die wir aber nicht richtig gehört haben, werden wir das im Protokoll überprüfen lassen. Ich werde das tun, was ich tun kann. Wir werden das im Protokoll überprüfen, ob Ihnen das passt oder nicht. Ja, wenn es kein Ordnungsruf würdig ist, Ihre Bemerkung, dann werden Sie den nicht bekommen. Und wenn Ihre Bemerkung eines Ordnungsrufs nötig ist, dann werden Sie diesen Ordnungsruf bekommen. Werter Kollege. So, die nächste Rednerin in dieser Debatte, Daniela Ludwig für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in der Tat kein Geheimnis. Rauchen ist das größte
vermeidbare Gesundheitsrisiko überhaupt. Wer raucht, hat einen im Schnitt 10 Jahre kürzere Lebenszeit. Und damit es ja auch mal ganz klar wird, weil bei der einen oder anderen Rede hat man so den Eindruck, wir verbieten das Rauchen. Nein, wir verbieten das Rauchen nicht. Das liegt immer noch in der Eigenverantwortung des Einzelnen, was er tut und was er lässt. Aber wir verbieten schlicht und ergreifend die Werbung für ein Produkt, das tötet, das krank macht und das der Volkswirtschaft Millionen im Jahr kostet. Und darum, um nicht mehr und nicht weniger, geht es uns heute. Und ja, es war ein steiniger Weg, liebe Frau Kappert-Gonter, keine Frage. Und Sie wissen das auch, in den 80er Jahren ritt tatsächlich noch der Cowboy durch die Prärie. Wir alle haben ihn mit Zigaretten verbunden. Den Cowboy gibt es nicht mehr, das Pferd bedauerlicherweise auch nicht. Die Zigaretten gibt es noch. Aber wir sind schon der sehr deutlichen Überzeugung, dass wir für Zigaretten keine Außenwerbung mehr brauchen. Und ich finde, sehr viele Kolleginnen und Kollegen haben das auch sehr sachlich angesprochen. Werbung wirkt vor allem bei jungen Menschen, denen die Festigung fehlt, in ihrem Alltag zu unterscheiden, was soll mich verführen und was ist eigentlich in Wahrheit schlecht für mich. Und natürlich wirkt Werbung. Darum kostet sie auch so viel und darum wird sie auch betrieben und darum wird sie vor allem auch an Stellen betrieben, wo sich junge Leute treffen, an Bushaltestellen, im Kino, im Internet, natürlich. Und darum wird sie auch gemacht für E-Zigaretten und zwar nicht für E-Zigaretten als Umstiegsprodukt wohlgemerkt, sondern für E-Zigaretten als attraktives, wohlschmeckendes Einstiegsprodukt. Und deswegen ist es natürlich richtig, dass wir auch diese Werbung unterbinden. Und deswegen ist es natürlich richtig, dass wir genauer hinschauen, nicht nur bei den nikotinfreien E-Zigaretten übrigens, sondern künftig auch nicht nur bei den nikotinhaltigen E-Zigaretten, Entschuldigung, sondern auch bei den nikotinfreien mittlerweile. Denn auch hier haben wir den Suchtfaktor, hier haben wir den Abhängigkeitsfaktor und im Zweifel auch einen gesundheitsschädlichen Faktor mit dabei. Und ich bin sehr glücklich, dass uns dieses Paket jetzt gelungen ist. Ich habe es gerade gesagt, es war ein steiniger Weg. Manchmal braucht man ein bisschen bis zur besseren Einsicht. So ist das nun mal. Ich bin mittlerweile wirklich froh darum, dass wir es geschafft haben, liebe Gitta Kornemann, im letzten halben Jahr diesen Gesetzentwurf gemeinsam mit unserem Koalitionspartner zu schnüren. Vielen Dank dafür. Ich glaube, es ist ein wirklich gutes Werk geworden. Und ich glaube, es ist auch ausgewogen, in der Abstufung der Fristen tatsächlich ausgewogen, aber eben auch mit dem klaren Hinweis, liebe Julia Klöckner, darauf, dass wir stärker draufschauen müssen, was tatsächlich drin ist. Und auch hier haben wir eine gemeinsame Verantwortung. Und ich habe heute so oft gehört, den Verfassungsbruch und die Einschränkung der wirtschaftlichen Freiheit und die Einschränkung der persönlichen Freiheit. Rauchen ist schon nur was sehr Spezielles. Im Gegensatz zu Süßigkeiten, mit denen ich mich selber schädige, schädige ich mit Rauchen ja nicht nur mich selber. Und wir haben heute noch gar nicht über das Passivrauchen gesprochen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ein massiver Punkt. Hier werden nämlich Menschen ungefragt mitgeschädigt, ob sie es wollen oder nicht. Und deswegen war es natürlich richtig, 2007 mit dem Nichtraucherschutzgesetz den ersten richtigen Schritt in die richtige Richtung zu gehen und in öffentlichen Einrichtungen, Bars und Gaststätten das Rauchen zu verbieten. Und wer kann sich heute überhaupt noch daran erinnern, dass er bei einem schönen Abendessen in einem schönen Restaurant vom Rauch eingequalmt wird? Kein Mensch mehr. Selbst die Raucher sagen mittlerweile, es war eine gute Entscheidung. Und ich bin mir relativ sicher, auch die Raucher, viele erwachsene Raucher sagen, es ist eine gute Entscheidung, dass wir die Werbung unterbinden, weil wir eigentlich wissen, dass wir uns selber schädigen. Und wir möchten nicht, dass sich die Jugend künftig selber schädigt. Darum geht es heute. Es geht um Gesundheitsschutz, es geht um Jugendschutz. Und es geht eben gerade nicht um das Wohlergehen der Tabakindustrie. Um das, glaube ich, müssen wir uns tatsächlich keine Sorgen machen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Daniela Ludwig. Und die letzte Rednerin in dieser Debatte kann sich schon mal schnell auf den Weg machen. Für die SPD-Fraktion Nezahat Baradari. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, wir haben den Cowboy nicht mehr, aber wir haben anderes. Slogans, don't be a maybe, do your thing, oder Liberté toujours. Sind das nicht tolle Slogans, die einem Freiheit, Selbstbestimmung und Coolness vermitteln?
Mit solch einer markanten Werbung warben und werben Zigarettenhersteller für Tabakprodukte. Und diese kommen leider insbesondere bei den Heranwachsenden gut an. So stieg nicht umsonst der Werbeetat der Tabakindustrie für Außenwerbung auf aktuell beachtliche 96 Millionen Euro. Laut einer veröffentlichten Studie des Kieler Instituts für Therapie und Gesundheitsforschung steigt das Risiko bei Jugendlichen, die regelmäßig mit Werbung für E-Zigaretten in Kontakt kommen, auf sagenhafte 142% an, dass sie auch tatsächlich E-Zigaretten konsumieren. Dies trifft übrigens auch für herkömmliche Zigaretten zu oder Shishas. Laut dem aktuellen Forschungsbericht der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rauchen 7% der 14- bis 17-Jährigen und rund ein Viertel der 18- bis 25-Jährigen. Es wurde bereits gesagt, ein Drittel der Bevölkerung raucht in Deutschland. In anderen Ländern gibt es schon längst strengere Restriktionen für Tabakwerbung. Und das hat auch gezeigt, dass in Großbritannien oder auch in Schweden die Zahl der Raucher abnahm. Heute haben wir die Chance, mit dem zweiten Gesetz zur Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes dies endlich auch in Deutschland zu ändern. In Zukunft dürfen Tabakerzeugnisse weder als Außenwerbung noch in Kinofilmen für Kinder und Jugendliche beworben werden. Dies gilt ebenso für Tabakerhitzer und elektronische Zigaretten mit oder ohne Nikotin. Über die gesundheitlichen Gefahren wurde hier berichtet. Hinzu kommen auch die gefährlichen Aromastoffe, die den Einstieg in eine Nikotinsucht bei Kindern und Jugendlichen besonders fördern. Damit es klar ist, eine einzige und die erste Zigarette reicht aus, um bei Heranwachsenden im Gehirn einen bestimmten Mechanismus in Gang zu setzen, damit Suchtverhalten erzeugt wird. Und ich kann Ihnen sagen, dass auch Passivrauchen gerade bei Kindern sehr gefährlich ist. Ich bin Kinder- und Jugendärztin schon seit über 25 Jahren. Und ich kann Ihnen berichten, dass viele kleine Kinder von rauchenden Eltern in die Praxis kommen, die buchstäblich aus dem letzten Loch pfeifen. Insofern, wir haben gesagt, 121 Tote pro Jahr in Deutschland, das sind in 5 Jahren ungefähr 600.000 Menschen. Eine vermeidbare Problematik. Also wir dürfen den Kindern und Jugendlichen das nicht länger verbieten. Um das klarzustellen, niemand verbietet ihnen, dass sie rauchen, E-Zigarette oder herkömmliche Zigaretten. Sie können im Grunde genommen eine Badewanne voll Zigaretten voll machen und sich reinsetzen. Darum geht es nicht. Es geht um den Schutz der Kinder und Jugendlichen. Und ehrlich gesagt, hier wäre ein bisschen mehr Ehrlichkeit viel besser, weil wir müssen Kinder und Jugendliche schützen. Darum geht es, nicht um die Erwachsenen. Kommen Sie zum Schluss, bitte. Und Frau Konnemann, ich hätte mir ein bisschen mehr Ehrlichkeit von Ihnen gewünscht, denn Sie als CDU, CSU haben dieses Gesetz blockiert und das wäre in der letzten Legislaturperiode durchgegangen. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass es heute klappt, auch wenn es mit Lücken ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Nisahat Baradari. Damit schließe ich die Aussprache. Tagesordnungspunkt 17a. Wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes. Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 20-667 den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 19-495 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der Linken, der SPD, der Grünen und CDU/CSU. Wer dagegen gestimmt hat, die FDP, und enthalten hat sich die Fraktion der AfD. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich jetzt zu erheben.
Danke schön. Wer stimmt dagegen? Herr Pfeiffer auch? Das macht nichts. Dann suche ich mir raus, was ich Ihnen zutraue. Also, FDP. Dankeschön. Wer enthält sich? Dankeschön. Der Gesetzentwurf ist angenommen mit Zustimmung von CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und der Linken, Gegenstimmen der FDP und Enthaltung aus der AfD-Fraktion. Unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 20-667 empfiehlt der Ausschuss, eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Dagegen gestimmt hat niemand und enthalten haben sich die Fraktionen der Linken und der Grünen. Tagesordnungspunkt 17b, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft zum Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel »Ein umfassendes Tabakwerbeverbot schaffen«. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 9116 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 2539 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Niemand. Dankeschön. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen der Linken und von Bündnis 90 Die Grünen.